Also, willkommen bei unserem Impulsvortrag von Simon Dückert bei unserem Radikal Arbeiten Summer Camp. Die Stimmung ist gut, vielleicht hört man das im Hintergrund, dass die einigen fröhlichen Gesichter. Simon ist unser Mr. Wissensmanagement. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Wissensmanagement. Das ist einfach so sein Herzensthema, das er mitbringt. Er hat ursprünglich Elektrotechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg studiert und lange am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltung gearbeitet, und zwar an dem Thema Einführung von Wissensmanagement. Extrem überraschend. Er war an der Entwicklung beteiligt, ganzheitliches, prozessorientiertes und ISO 9001 kompatibles Wissensmanagement-Modell zu entwickeln. Das habe ich jetzt abgelesen. Das wollte ich richtig aussprechen. Was ihr gegebenenfalls auch unter dem Cognion-Wissensmanagement-Modell kennt. Momentan arbeitet Simon als Berater und Coach hauptsächlich im Bereich Engineer bei Kunden und treibt dort das Thema Wissensmanagement, lernende Organisation und Management 2.0 vorwärts. Simon ist auch bekannt als Initiator von LernOS, dem offenen Betriebssystem für lebenslanges Lernen und lernende Organisation. Und ich und wir freuen uns sehr, Simon jetzt lauschen zu können. Simon, leg los. Dankeschön. Ja, erstmal herzlichen Dank, Markus, an dich für die Einladung. Das klang ja jetzt alles sehr, sehr technokratisch fast schon. Ich hoffe, ich kann das in der nächsten Dreiviertelstunde so ein bisschen mit Leben füllen und euch in meine Welt ein bisschen einführen. Ich habe, als Markus mich gefragt hat, ob ich hier einen kleinen Impulsvortrag halten kann, mal überlegt, wie man dann vielleicht so diese Brücke zwischen neuer Arbeit, radikaler Arbeit und der Wissensarbeit spannen kann. Und das werde ich mal versuchen jetzt. Und ihr müsst dann bewerten, ob mir das gelungen ist oder nicht. Ja, dann steige ich mal ein in meinen Vortrag. Ihr seht, unten ist ein kleines Creative Commons Symbol. Also ihr könnt gern die Folien hinterher auch verwenden, wenn was Brauchbares drin ist. Ich habe den Vortrag ja überschrieben mit Zurück in die Zukunft der Arbeit. Ich habe mir überlegt, was könnte man bei dem Radikal Arbeiten Camp euch erzählen. Und da will ich einfach mal so eine kleine Reise mit meinem Blickwinkel auf das Thema geben. Immer wenn in der Präsentation einzelne Wörter orange sind, sind da Links dahinter. Also das heißt, da könnt ihr draufklicken. In dem Fall kommt er jetzt zu meinem Profil, aber in den eigentlichen Folien kommt er dann halt zu weiterführenden Inhalten. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich lebe in Nürnberg, bin verheiratet, habe eine Tochter, bin aktuell im 50. Lehrjahr, so ist das ja mit dem lebenslangen Lernen, da hat man nie ausgelernt, habe mal Elektrotechnik und ein bisschen Philosophie nebenbei studiert, war dann Werkstudent am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen, da bin ich auch in Kontakt zu Wissensmanagement gekommen, meine Diplomarbeit da geschrieben, war da auch eine Weile da, habe weitere Arbeiten betreut, habe darüber auch Leute kennengelernt am Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz. Mit denen habe ich dann zusammen mit dem Michael Müller Cognion gegründet 2001. Wir fokussieren eben auf die Themen Wissensmanagement, lernende Organisationen, hauptsächlich in großen Organisationen. Haben da mittlerweile weit über 300 Projekte gemacht und haben dazu dann auch die LernOS-Bewegung gegründet. Also so die Idee, diesen Lifestyle des lebenslangen Lernens in die Breite zu bringen und auch das Know-how, was wir gesammelt haben, in Form von so Open-Source-Inhalten in die Breite zu bringen und zu veröffentlichen. Daneben bin ich in verschiedenen Communities aktiv, Chaos Computer Club zum Beispiel, der Corporate Learning Community, Gesellschaft für Wissensmanagement und auch in der Podcasting Community. Ich lerne selber sehr viel über Podcasts und mache auch gern Podcasts, helfe Organisationen in das Thema Wissenstransfer mit Podcasting reinzukommen. Ja, vielleicht als kleiner Disclaimer, wenn ich Management sage, meine ich damit Organisation von Arbeit. Also da geht es mir jetzt nicht irgendwie um so Micromanagement oder um nur die Personifizierung, also den Manager oder die Managerin, sondern eben das Tun des Managements, des Organisierens. Das kann dann sowohl Fremdorganisation, also jemand managt meine Arbeit sein, aber auch Selbstorganisation, Schlagwort Selbstführung, Selbstmanagement. Und gerade eben jetzt bei Wissensarbeitern, Wissensarbeiterinnen verschiebt sich unserer Meinung nach eben der Schwerpunkt sehr stark von Fremdorganisation hin zu Selbstorganisation. Da werde ich auch ein bisschen drüber sprechen.
Ja, vielleicht zum Einstieg mal so 7 Blickwinkel auf Arbeit. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein Konzept hat, wie radikal arbeiten beispielsweise, nur so die einzelnen Komponenten mal auseinanderzulegen. Der Berührpunkt jetzt zur Wissensarbeit wäre ja das Konzept Arbeit. Da gibt es sowas wie in der Physik, ne? Da ist es einfach eine Energiemenge, die bei einem Vorgang umgesetzt wird. In der Philosophie ist es der bewusste Prozess der Schöpfung. Die Sozialwissenschaften sagen, es ist eine zielbewusste, sozial durch Institutionen übergreifende menschliche Tätigkeit. In der Volkswirtschaftslehre ist es einfach ein Produktionsfaktor, ne? So Bodenkapital, Arbeit kennt ihr vielleicht. Betriebswirtschaftslehre legt den Schwerpunkt auf Plan und Zweckmäßigkeit in innerbetrieblichen Tätigkeiten von einer Arbeitsperson, also dem Mensch, der die Arbeit verrichtet, vielleicht den Zusammenspiel mit der Maschine. Man kann aber auch so aus dem Blickwinkel des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin drauf schauen, also das Beschäftigungsverhältnis, die berufliche Tätigkeit. Und da ist man eben auch dann beim Beruf, also quasi so die Erwerbsarbeit, die ich leiste. Ne? Wir haben in Deutschland so Konzepte wie das Normalarbeitsverhältnis, also so bin im Arbeitsvertrag 40 Stunden angestellt. Und um da eine Rolle oder eine Stelle auszufüllen, brauche ich eben bestimmte Fähigkeiten oder spezielle Qualifikationen. No, und da ist unser Blick aus der Perspektive Wissensarbeit eben der, dass im Lauf der letzten Jahrzehnte der Anteil wissensintensiver Aufgaben in sehr vielen Berufen kontinuierlich gestiegen ist. Und da einfach die Art und Weise, wie man damit umgeht, also wie man Wissensarbeit organisiert für sich selber, aber auch in einer Organisation, sich ändert. Aber auch sehr grundlegende Dinge sich ändern. Ne? Zum Beispiel gibt es so das geflügelte Wort, das Wissen sitzt zwischen den Ohren der Mitarbeitenden. Und wenn die abends das Werksgelände verlassen, dann ist das Wissen auch weg. Und damit ist mein wichtigster Produktionsfaktor weg. Wenn mir jetzt eine Firma gehört zum Beispiel, das war früher anders. Also in den Situationen, wenn ich Leute, die vielleicht vor 100 Jahren noch auf dem Feld gearbeitet haben, in 2-3 Tagen anlerne, dass sie eine Fabriktätigkeit tun und die gehen abends wieder weg, dann bleibt die Fabrik, dann bleiben die Maschinen, dann gibt es andere Menschen, die ich anlernen kann. Und damit ist sozusagen der Produktionsfaktor in Besitz der Organisation. Bei Wissen ist das anders, da ist er in Besitz der Wissensarbeitenden. Damit verschiebt sich natürlich auch ein Machtverhältnis. Ja, dann habe ich mal so überlegt, radikal arbeiten, Markus bringt es ja immer in Berührung mit den Wurzeln, also Radix, die Wurzel. Ich habe mir überlegt, was könnte denn die Wurzel sein, zu der man zurück will. Und das ist immer gar nicht so leicht in der Historie. Man neigt ja dazu, irgendwie so Vergangenheit romantisch zu verklären, in der Historie Zeiten zu finden, zu denen man lieber gearbeitet hätte. Ne? Also wahrscheinlich ist es nicht die Sklavenarbeit, wo man in vielen Jahrzehnten Pyramiden aufgebaut hat. Also auch nicht die Fronarbeit, wo man für irgendwelche Feudalherren auf dem Feld ackert und seine Ernte abgeben muss. Dieses wahrscheinlich auch nicht. Die Akkordarbeit, ne, weiß ich nicht, so dieses, was heute auch viele sagen, die 40 Stunden, lass uns doch die Zeiterfassung wegfallen lassen. Ne? Das ist eigentlich eine Errungenschaft, ne, dass man sagt, die Zeit, die meine Arbeit einnimmt, die ist begrenzt und steht halt im Arbeitsvertrag. Der Arbeitgeber trägt das Risiko, wenn ich in den 40 Stunden halt zum Beispiel nicht das hinbekomme, was er sich vorstellt. Ne? Dann habe ich aber keinen Akkord und muss nicht irgendwie 70, 80 Stunden und das Wochenende auch noch arbeiten. Also das ist vielleicht auch nicht. Neue Arbeit ist so ein Konzept, was so recht schwammig ist. Friedhof Weber ja ursprünglich mal so diese Dreiteilung. Ne? Ich habe nur noch ein Drittel Erwerbsarbeit. Ein Drittel mache ich Smart Production, hat er das genannt, also sprich Selbstversorgung, baue zum Beispiel eigenes Essen mir an und ein Drittel, damit ich auch was Sinnvolles tue, ist so dieses, was ich wirklich, wirklich will. Also da muss ich auch Dinge tun, die mich erfüllen, damit ich da Spaß am Leben habe. Kann man sich auch vorstellen, ich glaube in der 100er Episode von On the Way to New Work hat Friedhof Weber aber im hohen Alter, Friedhof Bergmann in hohem Alter gesagt, er glaubt nicht, dass das im Kontext jetzt von heutiger Wirtschaft so umsetzbar ist. Aber könnte sein. Also würde ich nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Ja, dann schauen wir mal radikal arbeiten. Wie gesagt, für mich ist die Brücke eben zur Wissensarbeit. Wer mag, kann da mal ein bisschen nachschauen. Es gibt vom
Bundesinstitut für betriebliche Bildung gibt es ganz schöne Übersichten über die Berufsklassifikation, also was sind eigentlich wissensintensive Berufe, was sind wissensintensive Tätigkeiten innerhalb dieser Berufe, wo man dann das einfach aufgeschlüsselt hat und sagt, wenn jemand forscht, recherchiert, lehrt, anderen was beibringt, fremde Arbeitsläufe organisiert, sehr viel kommuniziert. Also gibt es einfach so Tätigkeitslisten, was sind sozusagen Indikationen dafür, dass jemand sehr wissensintensiv arbeitet. Und das ist so ein bisschen mein Schwerpunkt, über den ich sprechen will. Ich verwende auch ganz gern dieses Zitat hier von Deming. Das ist eh so aus dem letzten Jahrhundert einer meiner großen Favoriten oder Stars. Vielleicht kennt ihr den Deming-Zyklus oder Schur-Zyklus früher, ne? Das Plan, Do, Check, Act. Das ist ja quasi so die Idee, auf alles, was ich tue, quasi lernen anzuwenden, ne? Und immer zu sagen, ich überlege mir erstmal, wie ich es mache, dann mache ich es, dann reflektiere ich, damit ich das nächste Mal besser mache. Ne? Und er hat ein anderes schönes Zitat zur Evidenz, hat er mal gesagt, without data, you're just a person with an opinion. Also das heißt, gerade in diesem Feld der neuen Arbeit, da gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die setzen sich da mal Nachmittag zusammen und kleben ein paar Post-its an die Wand und dann hat man da irgendwie ein neues Manifest oder neue Bibel der neuen Arbeit, wie auch immer. Aber letztendlich die harte Arbeit, also sozusagen die 99% Transpiration nach der 1% Inspiration, ist ja eigentlich dann zu beweisen, dass das wirklich besser ist für den Einzelnen, für Organisationen. Ich gucke dann immer ganz gerne auch mal, ne, was sind so Cases, Ansätze, Framework, Methoden, die dann mal ein Jahrzehnt überlebt haben, die mal eine Wirtschaftskrise überleben, die einen Vorstandswechsel überleben, ne, dass so Sachen in Organisationen auch bleiben, wenn entsprechend handelnde Personen wechseln. Ne, so ein bisschen spaßhaft kann man das vielleicht so aus dem Innovationsmanagement mit dem berühmten Teller Spaghetti vergleichen. Ne, also mal schmeißt einen Teller Spaghetti an die Wand und schaut dann einfach mal, was bleibt kleben. Also was hat man irgendwie einen gewissen Zeitraum nach Einführung noch. Wenn man mit der Brille einfach mal aufs letzte Jahrhundert schaut, ich habe sie mal überschrieben von Solala, also Solala wäre quasi einfach, wir kleben Post-its und bestätigen uns alles, eine gute Idee, hört sich gut an, hin zu Scholada, das sind jetzt die Abkürzung der Punkte, die mir so, die sieben Nudeln, die aus meiner Perspektive hängen geblieben sind, aus den letzten gut 100 Jahren. Na, das erste S steht für Scientific, also das, was man heute unter Taylorismus versteht, ist ja eigentlich Scientific Management und man kann im Kern so sagen, das ist der Einzug der wissenschaftlichen Methode in die Arbeit. Na, also das heißt, man akzeptiert nicht so, wir machen so, wie wir es schon immer gemacht haben, ne, so Routine, Gewohnheit, man führt Prozessorientierung ein, also vielleicht habt ihr schon mal von den Time and Motion Studies gehört, also man überlegt sich genau, wie man etwas macht, man misst, ob es so funktioniert, man ändert es. Aber, und das ist auch spannend, wenn ihr den Taylor mal lest, der ist mittlerweile lang genug tot, dass die Werke gemeinfrei sind, also kann man sich kostenlos runterladen beim Projekt Gutenberg zum Beispiel. Nur er sagt auch dieses Thema Personalentwicklung, also nach wissenschaftlichen Methoden Leute ausbilden, qualifizieren. Und auch so ein Konzept wie Augenhöhe, also sprich, alle Menschen sollten das tun, wofür sie gut geeignet sind. Und dann gibt es halt Manager und es gibt Arbeiter in dem Kontext jetzt von Taylor. Aber er sagt eigentlich, es ist keine Hierarchie, sondern man macht das eben im Schulterschluss, macht das gemeinsam. Also auf dem wird viel rumgeklopft. Ich finde, die Werk oder das eine Werk mal zu lesen, ist gar nicht so dick und vor allen Dingen diese Prinzipien sich mal anzuschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Das H steht für Human Relations, also natürlich ist dann durch diese sehr industrielle Arbeitsweise, vielleicht kennt ihr den Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin, erstmal eine sehr sinnentleerte Arbeit entstanden. Also das heißt, wenn ich den ganzen Tag an einem Fließband stehe und nur eine Bewegung mache, um eine Schraube reinzuschrauben, dann ist das natürlich nicht sehr erfüllend. Das heißt, mit Human Relations kommen dann eigentlich so die Bedürfnisse und die Identität der Mitarbeitenden mit in den Blickwinkel und vor allen Dingen auch die bidirektionale Kommunikation. Also nicht nur Top-Down-Kommunikation, sondern eben auch Bottom-Up und Peer-to-Peer in der Horizontalen. Aber all den Punkten, sowohl jetzt erstens als auch zweitens, würde ich sagen, klar stehen da Jahreszahlen, die schon eine Weile her sind, aber wir sind da noch nicht am Ende der Fahnenstange, auch heute. Ne? Also es gibt bestimmt Leute, die auch heute noch in Kontexten arbeiten, wo das nicht umgesetzt ist, aber kann man vielleicht sagen, besser spät als nie.
Ja, dann mal einen kleinen Zeitsprung, 54, das O, Peter Drucker, Management by Objectives, also sozusagen der Übergang, ich gebe nicht mehr feingranular vor, was in welcher Reihenfolge zu tun ist, sondern ich gebe Ziele vor und überlasse eigentlich den Leuten, die die Ziele umsetzen, wie sie umgesetzt werden. Das hat natürlich seine Grenzen, ne? Kann man jetzt nicht in der Automobilproduktion überlegen, dass ich die Bremse andersrum einbaue, sondern das muss dann schon einen Prozess durchlaufen. Na, aber im Kern geht es eben darum, Zielvereinbarungen zu machen, vielleicht die Betonung auf Vereinbarungen, ne, wo beide Seiten, quasi Organisationen und Mitarbeitenden, eben sagen können, was sie machen wollen, was sie interessiert, woran sie Spaß hätten. Ne, und so modernen Konzepten heute wie OKR, ne, da hat man eben genauso Prinzipien, dass meinetwegen von 5 OKRs nur 3 Top-Down vorgegeben sind und 2 Bottom-Up-Kommen. Ja, natürlich, das, was man im Prozessmanagement etabliert hat, also Messung, Evaluation, das lässt man nicht sein. Das ist natürlich schon wichtig, auch da datengetrieben zu sein, ne? Stichwort Evidenz wieder und nicht einfach irgendwas zu machen. Ja, dann neues Thema, Lean, das L, 92, vielleicht sehr eng mit Toyota verknüpft, ne? Vielleicht habt ihr mal von dem Buch The Machine That Changed the World gehört oder Toyota Produktionssystem, solche Dinge. Also sprich japanisches Total Quality Management, wo sehr stark, klar natürlich die Prozessorientierung, die hat Deming vorher von USA nach Japan gebracht, aber eben auch diese Eliminierung von Verschwendung, also Muda genannt. Na, da gibt es dann so Listen mit Muda-Arten, wenn ich irgendwie Ausschuss habe, wenn irgendwas gelagert wird, wenn ich auf etwas warten muss und so weiter, das sind alles Verschwendungsarten. Und da hat sich eben insbesondere in der Produktion, also so Blue-Color-Work, ein breites Instrumentarium entwickelt, wie ich sozusagen diese Muda aus meiner, was auch immer, aus meiner Organisation letztendlich, muss nicht Produktion sein, aber aus meiner Organisation eben wegbekomme, um nur noch wertschöpfende Arbeit zu haben. Na, das hat der Markus auch in seinen Spielregeln abgebildet, also da diesen Fokus auf den Value-Stream zu haben. Sehr viel kontinuierliche Verbesserungen, also zu diese Geschichten, wenn bei Toyota was in der Produktion schief ging, dass dann jemand an der Leine zieht, Produktion bleibt stehen, alle sehen, was der Fehler ist und lernen davon. Ich kann Fehler nicht unter den Teppich kehren und es geht aber einher mit Respekt und Teamwork, also anders als jetzt Kulturen, wo sozusagen sofort auf die Leute mit dem Finger gezeigt wird, wenn sie einen Fehler machen oder dass ich stigmatisiert bin, wenn ich den Fehler gemacht habe, ne? Geht es eben darum zu sagen, okay, du hast den Fehler gemacht, das ist aber kein Problem. Wir lernen daraus als Organisation, gehen davon aus, dass du ihn nicht nochmal machst und arbeiten im Team weiter. Das ganze Thema Lean ist leider bei uns hier im Westlichen ein bisschen, ich würde sagen, in Verruf geraten, weil das halt in den 90er Jahren auch parallel zu vielen Abbauwellen verwendet worden ist, also wo einfach Mitarbeiter entlassen wurden. Ich glaube, es gab auch mal den Ansatz, das im deutschen Sprachraum schlankes Management zu nennen statt Lean Management. Nachdem der Begriff aber so verbrannt war, ist man da wieder davon weggegangen. Na, und wenn er da so ein bisschen forscht, gibt es eben auch für White-Color-Work oder Knowledge-Work Ansätze, wie man da eben systematisch Muda-Arten erkennt, also Verschwendungsarten. Das heißt, ich das Gefühl habe, jetzt schreibe ich das Dokument nochmal, obwohl ich das in der Vergangenheit schon mal hatte oder ich habe schon mal was gefunden und finde es nicht mehr. Das sind alles so Muda-Arten in Knowledge-Work. Ja, dann kommen wir Richtung Jahrtausendwende, 2001, Agiles Manifest. Also da, wo man vorher, dadurch, dass sich halt unsere Umwelt nicht so schnell geändert hat und diese Veränderungsgeschwindigkeit der Umwelt kontinuierlich schneller wird, ein Stück weit auch getrieben durch Digitalisierung, ne, das Moore'sche Gesetz, Verdoppelung von von letztendlich Rechenleistung, Datenübertragungsgeschwindigkeit alle 18 Monate. Damit kriegt man eben so exponentielle Kurven, wo sich Dinge ändern. Gleichzeitig bringen wir Menschen immer näher zusammen, ne? So Stichwort Urbanisierung, gibt so Knowledge-Spillover-Effekte. Also das heißt letztendlich, ich kann nicht mehr so wie früher sagen, jetzt habe ich mal ein Produkt und das produziere ich jetzt so 10 Jahre, da wird nichts dran geändert und ich mache einen schönen 10-Jahres-Plan, sondern die Anzahl der Firmen, die wahrscheinlich 5-Jahres-, 3-Jahres-, 1-Jahres-Pläne machen, die dann auch genauso eingehalten werden. Die werden immer niedriger, deswegen muss man eben flexibilisieren oder agilisieren. Und da gab es dann eben, insbesondere weil da viel Bewegung ist in der IT, in der Softwareentwicklung, das agile Manifest. Scrum vielleicht, den Scrum Guide kennt er.
Vielleicht machen viele Stand-ups und solche Dinge, Sprint-Plannings, wo es halt im Prinzip darum geht, sozusagen nicht mehr diesen langen Plan zu haben, sondern in Zeitscheiben zu planen und dann mit dem Prinzip Inspect and Adapt, also immer mal drauf zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg, um sozusagen in Richtung eines unbekannten oder nur grob bekannten Ziels möglichst schnell in die richtige Richtung zu irren mit Versuch und Irrtum. Und glücklicherweise jetzt in der neuen Version Agiles Manifest ist auch so ein bisschen die Software-Terminologie zurückgenommen worden, weil ich glaube, das ist ja nicht nur ein Software-Thema, auch Hardware muss heute agil entwickelt werden, aber auch wenn jemand Konzepte macht, Trainings macht, wer auch immer, also diese Felder, wo ich noch so sehr langfristig an einer Prozessbeschreibung hängen bleiben kann, die werden ja immer weniger. Ja, kommen wir ein bisschen in die Neuzeit, mehr digital, also klar, mit Erfindung Transistor Ende der 50er und dann beim Aufkommen von Computern, Großrechnern und so weiter, könnte man natürlich das Datum auch noch weit nach vorne ziehen. Ich habe es mal hier gesetzt auf 2004, das ist das Jahr, wo wir angefangen haben, über Web 2.0 zu sprechen. Also sozusagen das Internet, das WWW mit der Eigenschaft, dass ich da nicht nur konsumiere, also Webseiten mir durchlesen kann, sondern eben mitmachen kann, ne, sprich in der Wikipedia kann ich mitschreiben, auf YouTube kann ich meine Videos hochladen, in WordPress kann ich meinen eigenen Blog führen, alles ohne spezielles technisches Know-how. Ja, und das ändert natürlich ganz viel, weil auf einmal sozusagen jeder Möglichkeit hat, diese digitalen Produktionsmittel zu nutzen, um sich zu vernetzen, um sein Wissen zu verteilen. Das ist viel einfacher, als irgendwo hinzureisen. Wir haben in der Pandemie ganz einfach Sessions, Barcamps virtuell machen können. All das ist dadurch notwendig geworden und die einzelnen Eigenschaften, die lese ich jetzt nicht alle vor, das sind eben diese Eigenschaften, die an dem Web 2.0 hängen. Vielleicht was noch ganz spannend ist, dieser Aspekt Offenheit. Ich habe ja auch die Folien jetzt unter so einer offenen Lizenz bereitgestellt. Es gibt von dem Professor Kuhl ein schönes Zitat, so sinngemäß heißt es, dass Gesellschaften, die sich mehr um Verwertung von Anspruchsrechten und Lizenzen und so weiter kümmern, anstatt eben dafür zu sorgen, dass Wissen offen in der Gesellschaft fließen kann, befinden sich in vielen Dimensionen in der Abwärtsspirale. Also das offene Teilen von Wissen, gerade jetzt in einem Land wie unserem, die wir wenig Ressource haben, außer unser Wissen und unsere Ideen, die sozusagen möglichst in Breite zu nutzen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich mein Wissen jetzt heute mit euch teile, dann behalte ich es nicht nur, sondern ich habe hinterher ein bisschen mehr, weil ich natürlich drüber nachdenken muss, wie stelle ich das dar, wie erkläre ich es euch und ihr habt es auch. Also sozusagen Wissen, ist ja auch als Sprichwort, ist die einzige Ressource, die sich durch das Teilen vermehrt und nicht weniger wird. Und digitale Medien helfen mir eben dabei, diese Verteilung sehr effizient zu gestalten. Ja, siebter letzter Punkt, 2017, Transformer Paper veröffentlicht, Artificial Intelligence. Künstliche Intelligenz, die gibt es ja auch schon sehr lange, geht auch in die 50er, 60er Jahre zurück. Aber was eben neu ist, ist, also diese generative KI, wie man sie nennt, also ChatGPT, aber auch Bildgeneratoren, ne, so Sprachmodelle, Diffusionsmodelle. Und da, wo ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten die Zusammenarbeit Mensch-Maschine gang und gäbe geworden ist, ne, also keine Automobilproduktion zum Beispiel sieht heute noch so aus wie in modernen Zeiten, sondern das sind A, viel, viel weniger Menschen und B, viel, viel mehr Roboter. Also so im physischen Arbeit, Blue-Collar-Work ist quasi Zusammenarbeit Mensch-Maschine ganz normal schon lange. Und was jetzt aber passiert, ist eben, dass kognitive Zusammenarbeit Mensch-Maschine auch möglich ist. Nur vielleicht habt ihr von Eliza schon mal gehört, das war so der früheste Chatbot, wo man quasi versucht hat, Menschen in das Licht zu führen, ne? Dass die nicht mehr wissen, ist da auf der Gegenseite quasi ein Mensch oder ist es eine Maschine. Das war noch nicht so weit fortgeschritten, aber heute, wenn man so einem GPT-4 gegenüber sitzt und nicht weiß, dass es GPT-4 ist, ist schon gar nicht mehr so leicht, das eben zu erkennen. Ne? Könnte man vielleicht, wird das so die vierte Kränkung der Menschheit, dass wir feststellen, dass unser Geist vielleicht doch nicht so überlegen ist, wie wir uns das bisher gedacht haben. Ja, jetzt will ich nach hinten raus einfach mal noch so ein paar Beispiele zeigen, also so konkrete Dinge, an denen wir arbeiten. Ich habe zum Beispiel mal den LernOS Canvas mitgebracht, wo man einfach mit Wissensarbeitenden zusammen sehr, sehr schnell aktuelle Situation der Wissensarbeit mal ermitteln kann. Also das wird in der Praxis einfach auf dem Conceptboard, also ein Whiteboard oder Mural oder sowas gepackt. Dann kann man da Post-its reinkleben.
Na, wo ich sozusagen dieses Selbstmanagen, ne, das ist ja ein Aspekt, der radikal anders ist. Ne? Nicht mehr die Führungskraft sagt mir, was sind eigentlich die Ziele vielleicht schon noch, aber welche Wissensgebiete soll ich beackern, was für Rollen nehme ich an, mit welcher Einstellung gehe ich ran, die ganze Technik, die mir vorgegeben wird, welche davon nutze ich eigentlich, ne, damit ich nicht überfordert bin, welche Netzwerke und Communities klinke ich mich ein. All das muss ich ja selber sozusagen für mich organisieren. Und dadurch, dass man das nicht gewohnt ist aus Vergangenheit, was ich das bei euch ist, mir hat das im Studium auch niemand beigebracht, ist es auch kein Muskel, der gut trainiert ist, und deswegen macht es eben Sinn, da Leuten Handwerkszeug an die Hand zu geben. Ein anderes Beispiel wäre dieses ganze Thema aus New Work ja auch noch Purpose-Driven, also zum Beispiel dieses Ikigai-Prinzip, ne, zu sagen, wie finde ich denn eigentlich raus, was das Feld ist, wo ich mich einbringen will, wo ich dann vielleicht auch merke, oh, bin ich hier vielleicht an der falschen Arbeitsstelle. Also diese Mischung aus, was kann ich gut, was braucht die Welt, was ist das Richtige zu tun, und letztendlich aber auch, ne, wofür ist denn jemand bereit, mir Geld zu geben? Weil natürlich jetzt, klar, könnte man auch in so eine Kapitalismuskritik abbiegen, aber letztendlich, um heute ein gutes Leben zu führen, braucht es eine Wohnung, man will mal essen gehen, man will mal in Urlaub fahren, sich ein Buch kaufen. Also so ganz ohne Geld und in der Tonne geht's nicht. Und das heißt, das sind so Handwerkszeuge, wo man Leuten eben an die Hand geben kann, um sich in diesem Purpose-Bereich ein bisschen selbst zu orientieren. Genau, was auch so eine Geschichte ist, höre ich auch ganz oft in der Wissensarbeit, man ist so total überfordert, ganz viel Zeug prasselt auf einen ein, der Chef will dies und das und der Kunde noch was anderes, und parallel würde ich mich aber mit einem ganz anderen Thema gern beschäftigen. Eine sehr, sehr abgehangene Methode, würde ich sagen, die gibt es, glaube ich, auch seit 2001 schon, hat David Allen das Buch Getting Things Done geschrieben. Ich habe es, glaube ich, 2006 kennengelernt, bin ein Riesenfan davon, praktiziere das sowohl privat als auch geschäftlich. Ne, wo man einfach im Prinzip, viele kennen das so übers Operative, ne, so die Idee ist, 1000 Sachen prasseln auf mich ein, wie kann ich die denn ordnen? Ne, so meine Inbox, wie pflege ich meinen Kalender, wie pflege ich meine Aufgabenliste? Was da aber auch drin ist, sind die sogenannten Focus Horizons, also wo man sagt, mindestens einmal im Jahr geht man eben auch auf so höhere Flugebenen, ne? Mal so weg vom Tagesgeschäft, geht mal eher so auf die Ebene, was sind eigentlich so die Projekte, die ich machen will, was sind so die Verantwortungsbereiche, die ich mir schnappe, also wofür will ich thematisch zuständig sein, dann eben über die Ebenen Ziele, Visionen, was will ich so in 3 bis 5 Jahren erreichen, eben dann auch bis zum Sinn und Zweck meines Lebens. Ne? Da ist man wieder beim Ikigai, bei den Ikigai-Kreisen. Na, und wer da ein bisschen einsteigen will, dem würde ich empfehlen, entweder das Getting Things Done Buch, es gibt so ein Workbook dazu im LernOS-Leitfaden. LernOS für dich haben wir einen Lernpfad, Stressfreiheit und Produktivität heißt der. Und der David Allen hat noch ein schönes Buch rausgegeben, GDD für Teens, also für Teenager. Jetzt sind wir alle, wie wir hier sitzen, keine Teenager, aber ich finde, das ist die Methode, die beschrieben ist, genau die gleiche. Und diese eben viel schöner grafisch aufbereitet und auch ein bisschen einfacher erklärt. Also so ähnlich, wie man ChatGPT sagen kann, erklär mir das mal so, als ob ich 10 Jahre alt wäre. Würde ich sogar fast dazu tendieren, euch das GDD für Teens Buch zu empfehlen, um da mal so die Selbstorganisation der eigenen Arbeit radikal zu ändern. Ja, anderes Beispiel, digitaler Arbeitsplatz. Das ist ja unbestritten, dass wir heute, wenn man mal so schaut, wenn ich in mein persönliches Wissensmanagement schaue, ist, glaube ich, kein Tool mehr so wie vor 10 Jahren. Also hat sich wahnsinnig viel geändert. Ja, und es ändern sich ja auch die Tool-Kategorien. Also das heißt, nicht nur einzelne Tools ändern sich, sondern es gibt eben ganz neue Kategorien für Tools, sowas wie jetzt zum Beispiel digitale Notizbücher, ne? Vielleicht verwendet er OneNote, Obsidian, Roam, wie sie alle heißen. KI zieht ein. Also das halte ich auch für wichtig, dass man sich da nicht so von den Tools überschwemmt fühlt, sondern eben für die eigene Arbeit ein schlankes, also sprich wenige Tools sich auswählt, die dann aber auch richtig und systematisch einsetzt. Und da können solche Infografiken, die man dann auch auf dem Whiteboard packen kann, können dann eine Hilfestellung sein, ein eigenes Konzept für den digitalen Arbeitsplatz zu machen. Was man jetzt noch so sieht, ist, dass neben der Tool-Kategorie KI-Tools, also ChatGPT, Copilot, Gemini, wie sie alle heißen,
sozusagen nach und nach in jedes unserer Tools KI einziehen wird. Also mein Word kann heute, hat einen Copilot drin, mein OneNote hat einen Copilot drin. Die Whiteboards, die ich nutze, können KI, im Filesystem kann ich mit den Dokumenten sprechen, kann irgendwie eine Sammlung von Studien machen, muss aber nicht mehr jedes 100 Seiten PDF manuell lesen, sondern kann mir das zusammenfassen lassen. Also das ist vielleicht so im Moment der radikalste Wandel in dem Toolset oder in der digitalen Infrastruktur, den ich sehe, dass eben so ähnlich wie das Internet früher mal so in alle Lebensbereiche eingesickert ist, jetzt eben KI in alle Lebensbereiche einsickert. Ja, vielleicht zum Abschluss noch, was ich oft sehe, ist so ein Weg, der eigentlich immer in die Irre führt, nämlich zu sagen, wenn ich erfolgreich sein will, dann sage ich, ich muss den Umsatz verdoppeln, ich muss die Kosten halbieren. Also die Ursula Schneider, die leider schon verstorben ist, die hat das, glaube ich, mal in ihrer Wissensmanagement-Vorlesung mit so einem Baum visualisiert. Dann hat irgendwie gesagt, wenn man erfolgreich sein will, macht es keinen Sinn, an den Blättern zu ziehen, also oben zu sagen, ich will da mehr Früchte raus haben, sondern man muss eben sich um die Wurzeln kümmern. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Radikalen und der Radix. Also muss ich um die Wurzeln kümmern. Übertragen auf Wissensarbeit bedeutet das, ich muss mir eben sehr genau überlegen, wo will ich eigentlich hin, also was sollen die Früchte mal sein, was muss ich dafür lernen, wie viel Zeit muss ich investieren, welche Themen oder Netzwerke muss ich pflegen, ne, damit dann eben im Lauf der Zeit da auch ein Baum entsteht oder ein Gewächs in meinem Leben entsteht, auf das ich dann stolz bin und wo auch die Früchte rauskommen, die ich mir eben überlegt habe. Na, da gibt es auch ein ganzes Haufen Instrumentarien, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber ich finde es ganz interessant, dass halt so Sachen wie zum Beispiel die Balanced Scorecard, und da gibt es ein Tool, das heißt Strategy Maps, das baut genau darauf auf, ne, zu sagen, ich schaue mir nicht nur die Finanzperspektive an, das ist ja, was wir in der Tagesschau immer sehen, ne, so die, wie fühlt sich denn der DAX heute und hat er sich erholt oder ist er erschrocken? Und auch wenn man so Investorenkonferenzen anschaut, da wird eben auch über Return on Invest und Vorsteuer, Nachsteuer und so weiter gesprochen. Aber ganz selten wird so über diese untere Ebene gesprochen, ne, die in der Strategy Map Learning and Growth Perspective heißt. Also was haben wir denn eigentlich gemacht, um was zu lernen, um Dinge zu dokumentieren, um Inhalte von einem Standort oder Geschäftsbereich zu einem anderen zu übertragen, dass die nutzen können. Ne, um dann eben über Prozess- und Kundenperspektive sich dann langfristig natürlich auch in eine Finanzperspektive entweder mehr Produktivität, also Speicherkosten, oder ich habe eben neue Ideen, ich habe Innovationen, ich bin mit neuen Produkten auf dem Markt, sich zu übersetzen. Also eigentlich sind viel so Instrumentarien da. Es werden nur in der Praxis oft nicht so, wie sie gedacht sind, angewendet. Und ein anderes, was ich auch schön finde, ist von der OECD der Learning Compass, ne, der so ein bisschen uns auf die Spur bringt, wofür das Ganze eigentlich, ne, weil jetzt, sag mal, diese Finanzperspektive ist nett, aber mein Sinn im Leben ist nicht, irgendwelchen Shareholdern viel Profit zu bescheren. Da steht in der Mitte, steht sowas wie Wissen und Haltung und Werte und Skills und Kompetenzen. Und ganz rechts steht aber als übergeordnetes Ziel Wellbeing. Ne, also so die Idee, dass alle, die heute auf der Welt leben und alle, die in Zukunft auf der Welt leben werden, ein lebenswertes Leben führen können, ne, wo man dann sehr schnell bei so Themen wie globaler Norden und Süden ist, bei Klimaproblematiken und. Also das finde ich auch wichtig, sozusagen so eine Perspektive im Blick zu haben. Und für mich würde jetzt zu radikalem Arbeiten einfach auch gehören, dass man so Konzepte und Ideen, die schon da sind, aber halt noch nicht überall umgesetzt, einfach auch mal radikal in die Breite bringen und es mal zu machen. Also ich glaube, ganz viele Dinge, die muss man jetzt nicht das Rad nochmal neu erfinden, ne, so nach dem Spruch, alles wurde schon gesagt, aber noch nicht von jedem. Sondern ich fände, das Radikale wäre einfach mal, die Dinge auch zu tun und in die Praxis zu bringen. Ja, und letztendlich, das klingt dann immer so global galaktisch, die ganze Welt kann man nicht retten, aber es beginnt bei jedem Einzelnen. Ne? Im Change Management sagt man, sozusagen leading by example is not only a change management method, but the only one. Also das heißt, diese Vorbildrolle, ne, dass wir anfangen, es so zu tun, dass wir es leben, dass wir unser Wissen offen teilen, dass wir uns Zeit nehmen zum Lernen, das ist das, wenn andere dann sehen, aha, das ist erfolgreich, wir fühlen uns gut, das funktioniert, dann schauen die sich ab und so weiter. Das bringt, glaube ich, viel, viel mehr als
Plakate und Flyer und Post-its und so weiter zu verteilen, die in 5 Jahren eh wieder andere sind. Ne? Also da spricht keiner danach davon mehr. Das heißt, da eben zu schauen, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Spaghetti bei denen dabei ist, die an der Wand bleibt. Ja, damit komme ich zum Ende. Ruhe bewahren und weiter lernen ist das Erfolgsrezept aus meiner Sicht. Und jetzt bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und bin froh, wenn es die eine oder andere Frage noch gibt. Vielen Dank. Inspiriert durch deinen Vortrag, was würden wir ab morgen anders machen? Was ist dir wichtig, welchen Impuls wir mitnehmen oder wie wir morgen aus dem Bett springen, wo du sagst, und das hat sich jetzt dadurch geändert? Also wenn es eines wäre, würde ich sagen, bewusst Zeit fürs Lernen einplanen. Weil wir haben die letzten, wenn wir so in das Thema Corporate Learning schauen, es gibt ganz viele Methoden und jeder wartet auf den Zauberstab und hier noch ein LXP und hier noch ein LMS. Das Problem, woran man scheitert, ist, dass man halt jeden Tag mit 120% ausgelastet ist. Und wenn dann jemand sagt, lass uns mal hinsetzen und 2 Stunden das Projekt reflektieren, dann sagen alle, wo soll ich denn die 2 Stunden hernehmen? Und diese Zeit sich zu nehmen, das ist essentiell. Und ich würde sagen, viel essentieller als irgendwelche Methoden. Weil wir sind schlau genug als Menschen, um da eben lernen zu können. Nur ohne Zeit ist ein bisschen wie in der Schule. Wenn wir den Kindern keine Zeit geben würden, man merkt schon so G9 auf G8, da fängt schon das Knirschen an. G0 gibt es halt gar nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem in Organisationen, dass man denkt, so mit 2 Stunden Weiterbildung, 2 Tage Weiterbildung im Jahr wäre das Thema Lernen erledigt. Und da kommt man nicht durch die Tür. Okay, dann gebe ich das Mikro hier mal weiter. Ja, Simon, danke schön für den Impuls. Wie siehst du diesen Trend beim Wissen und beim Wissensmanagement genau in die andere Richtung? Also ich muss ja eigentlich nichts mehr wissen. Thema Low-Code, No-Code. Eigentlich ist alles schon mal gedacht, ich muss mich jetzt nur in die ChatGPT-Kiste setzen und die bringt mir das. Wie erlebst du das in der praktischen Arbeit und wo geht es da deiner Meinung nach hin? Also ich habe früher mal immer den Witz gemacht in Präsentationen, wenn du ein Blinddarmproblem hast und du kommst zum Arzt, und Blinddarm ist ja eine leichte Operation heute, und du bist gerade so am Wegdämmern von der Betäubung und der Arzt sagt, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich habe gerade auf YouTube nachgeguckt, wirst du nicht beruhigt einschlafen. Also diese Idee, dass wir jedes Wissen, was wir brauchen, durch kurz googeln oder heute macht TikTok die Runde, ne? Irgendwie durch 30 Sekunden TikTok uns aneignen, das ist Quatsch. Ich denke, wir müssen schon schauen in den Bildungssystemen, dass wir so dieses Auswendiglernen, ne? Gibt es so als Schlagwort Bulimie lernen, ne? So man lernt Fakten auswendig, kotzt sie auf die Prüfung und danach ist alles wieder vergessen. Das braucht man vielleicht weniger, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir durch KI ersetzt werden oder irgendwie in Zukunft wir keine Softwareentwickler mehr brauchen, weil die KI die Software schreibt. Ich brauche nur noch jemanden, der eingibt, welche Art von Software das sein soll. Und das zeigen auch im Moment die ganzen KI-Studien. Ne, die Leute, die das professionell können, auch beurteilen können, ist das, was die KI mir da vorsetzt, plausibel, kann das funktionieren oder nicht, die werden dadurch produktiver. Ne, irgendwie jemand, der davon überhaupt keine Ahnung hat, wird durch eine KI nicht zu einem Softwareentwickler. Eine kurze Nachfrage und dann schmeiße ich den Würfel auch weiter. Das heißt aber für mich als Geschäftsführer, ich habe ja noch weniger Zeit, die ich fakturieren kann auf meine Leute, weil dann, die brauchen ja dann nicht nur Zeit, um zu lernen, sondern die müssen ja auch noch üben, ja? Wenn die richtig operieren wollen. Das kostet mich ja noch mehr Zeit. Wie gibt es da, kennst du diesen Gedanken und wie begegnet dir der und wie könnte man den entkräften? Also da vielleicht 2 Gedanken dazu. Durch das wir mit Adidas recht intensiv arbeiten, da hat mal jemand gesagt, die Wirtschaft ist seiner Meinung nach der einzige Ort, wo man glaubt, man kann kontinuierlich 100 Meter Lauf machen. Ne? Wo im Sport ganz klar ist, ich muss trainieren, ich brauche Entlastungsphasen, ich kann nicht die ganze Zeit zu 100% Projektarbeit machen. Ne? Und im Qualitätsmanagement gibt es dieses schöne Bild von den 2 Leuten, die den Baum sägen und einer kommt mit einem Schleifstein und sagt, hier, wenn du mal die Säge schleifst, dann sägst du vielleicht viel schneller deinen Baum. Und die sagen, nee, wir haben keine Zeit zu schleifen, wir müssen den Baum fällen. Ne? Also so dieses Lernen, wie Dinge besser gehen, reflektieren, wie man Sachen anders macht, macht mich hinterher schneller. Aber die Zeit muss ich halt investieren. Ne? Sonst reproduziere ich ewig das gleiche Wissen wieder.
Und das merkt man jetzt auch bei KI. Also ganz viel, ich weiß nicht, ob ihr das, den New Yorker hat im November letzten Jahres ein schönes Cover. Da saß so ein Schriftsteller vor so einem Stück Papier, weil er irgendwie einen Artikel schreiben wollte. Und hinten kommt so der Roboter, die KI. Und er freut sich schon, die KI kommt, hilft ihm bei der Schreibblockade. Die KI macht einen großen Knüllzettelhaufen. Am Ende sitzt er da und hat immer noch nichts geschrieben. Also man merkt im Moment, wenn man anfängt damit zu gehen, ist man erstmal nicht produktiver, sondern an vielen Stellen auch weniger produktiv. Aber nach hinten wird sich das dann auszahlen, glaube ich. Ich beschäftige mich sehr mit dem Thema so jüngere und ältere Generationen. Mhm. Und da wäre so meine Frage, wie siehst du das mit dem Wissensmanagement, mit der KI? Wie gehen gerade Jüngere damit um, die frisch ins Berufsleben reinstarten? Wie gehen die Älteren, die Babyboomer, die jetzt in Ruhestand gehen, damit um? Was ist dein Blick darauf? Ja. Also wir haben eine sehr alte Methode, die haben wir schon seit Ende der 90er, nennt sich Expert Debriefing, wo es darum geht, wenn jemand in den Ruhestand geht, Wissen auf nachfolgende Generationen zu übertragen. Wo es natürlich nicht darum geht, Leute zu klonen, aber es ist gut zu wissen, was der Vorgänger wie und anders gemacht hat. Und was da jetzt experimentell schon gemacht wird, ist quasi parallel zu der Arbeit von jemandem eine KI mitlaufen zu lassen, um möglichst viel dieser digitalen Spuren einzufangen. Ich sage deswegen bewusst experimentell, weil das ist zu früh in vielen Organisationen, gerade wo es um kritisches Wissen geht, ist das alles noch gar nicht freigegeben. Also weder haben alle einen Microsoft Copilot, noch darf ich irgendwie Daten beliebiger Sicherheitsklasse da reinlassen. Aber ich denke, in so eine Richtung wird es gehen, dass eine KI sozusagen mich nicht kopieren kann, aber ganz viel von dem, was ich tue, was ich erzähle, eben einfange. Und Microsoft hat ja gerade das Recall zurückgeholt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das war die Idee, in die nächste Windows 11-Version etwas reinzubringen, was alle 5 Sekunden einen Screenshot macht und einfängt, was ich da auf dem Rechner mache. In der Pandemie gab es das, dass Mikrofone, Webcams von Rechnern an waren, mitgeschnitten worden sind. Das ist natürlich extrem bedenklich, ethisch. Aber das wird eine KI in die Lage versetzen, wenn man sowas macht, im Nachfolgenden, auch wenn er den Vorgänger gar nicht gekannt hat, viel Informationen über dessen Arbeit mitgeben zu können. Und erlebst du da auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass das Jüngere oder Ältere unterschiedlich damit umgehen? Oder spielt da das Alter weniger eine Rolle? Also vielleicht würde ich sagen, dass die Jüngeren da ein bisschen experimentierfreudiger sind und wie soll ich sagen, unbefangener rangehen. Ne? Nicht so das Gefühl haben, Dinge kaputt zu machen. Umgekehrt sind Jüngere wiederum so, dass sie dem, was die KI da erzählt, vielleicht auch eher glauben, wo Ältere dann vielleicht eher kritisch sind. Und was im Moment halt in vielen Organisationen gemacht wird, sind so Promptatons zum Beispiel, wo man mit vielen 100 Mitarbeitern gemeinsam das Prompten lernt. Und was da eigentlich immer super ist, ist gemischte Teams zu haben. Ja, wo man so die einen hat, die machen die App auf, tragen da was ein, wo die anderen erstmal auf dem Blatt sich noch überlegen, wie sie denn ihren Prompt gestalten sollen. Und in der Mischung, glaube ich, kommt man am schnellsten voran. Hi Simon, vielen Dank für die wahnsinnig coolen Worte und die Tiefe. Ich möchte mal jetzt ganz 20 Jahre meiner Vergangenheit zum Wissensmanagement subsumieren. Und zwar komme ich aus einem Konzern, aus einem eher trockenen Konzern, der aber ziemlich rebellisch geworden ist. Inside Out versucht jetzt Radikalstrukturen zu entwickeln und junge Talente einfach in die Offensive zu geben. Was ich in all den Wissensmanagement-Exkursen, Missionen, Projekten, und das sind Dutzende und gar Hunderte, immer wieder als Fail gesehen habe, ist die Disziplin der Menschen, Wissen zu persistieren. Mhm. Also man entwickelt Blogs, man entwickelt Wikipedia, und das lasse ich mal nicht gelten, Wikipedia, weil da hat man eine andere Moralstufe des Lebens. Wie schätzt du ein, dass Menschen weiterhin mit Respekt, Würde und Moral ihr Wissen dort stationieren? Was ich jetzt erlebe ist, wir alle erleben es im Raum, wir nennen es die KI. Die KI ist eine Singularität in der Betrachtungsweise. Ja. Und wir Menschen verschieben die Verantwortung auf die KI, um unser Wissen zu persistieren. Wie versuchst du philosophisch dieses Dilemma aufzulösen? Ja. Also was ich lustig finde, ist, so eine ähnliche Situation hat man schon mal, als uns die Anbieter von Suchmaschinen versprochen haben, wenn erstmal die Suchmaschine im Intranet ist, brauchen wir nicht mehr unsere Dateiordner sortieren und so weiter, sondern die Suchmaschine wird das alles finden für uns. Weiß nicht, wie es bei euch im Arbeitsalltag ist, bei mir ist das bis heute nicht passiert, und ich glaube, so ähnlich wird es bei KI auch sein. Im Gegenteil finde ich, dass wir durch sowas wie Office 365 hinter der Enterprise 2.0-Zeit sogar zurückgeworfen worden sind. Also da, wo man in Enterprise 2.0 gesagt hat, wir brauchen sowas wie Wikipedia auch intern, Siemens Wikisphere, Block 100 Initiative, Klaus Kleinfeld, ne, alle blocken offen über ihre Gedanken, zieht sich jetzt ganz viel in
geschlossene Teams-Kanäle zurück. Das Wissen ist total fragmentiert in 1-zu-1-Chats, wo das niemand mehr rausbekommen wird. Ne, und ich denke, da muss es auch irgendwann eine Rückwärtsbewegung wieder geben, ne, weil das, glaube ich, im Sinne des offenen Wissensteilen Organisationen zurückwirft. Was ich aus der Enterprise 2.0-Zeit mitgenommen habe, ist, dass man die Leute gar nicht so sehr überzeugen sollte, teile dein Wissen, damit andere was davon haben, sondern im Englischen sagt man dieser What's in it for me Faktor. Es gibt das Konzept Lernen durch Lehren. Ich blogge, damit ich irgendwas verstehe. In dem Moment, wo ich das aufschreibe, muss ich es nochmal anders durchdrungen haben, als einfach nur so nebenher gelesen. Und als Abfallprodukt haben andere was davon. Genau. Oder ich speichere meine Bookmarks in einem Social Bookmarking Dienst und verschlagworte das und ihr könnt die anschauen. Und dann sagt einer, oh, da hast du einen Bookmark gespeichert, da habe ich noch einen anderen dazu, dann habe ich was davon. Und ich glaube, da muss man viel mehr drauf raus, dass man nicht so die Idee hat, ich gebe jetzt mein Wissen weiter für andere, sondern dieses Reflektieren dazu führt, dass du selber was davon hast und jeder Einzelne. Also bleibt Wissen deiner Meinung nach weiter Moral der Menschlichkeit und wird nicht systematisiert von der KI? Ja, ich kann es auch ganz kapitalistisch sehen und sagen, sozusagen, wenn ich optimiere, wie ich mit meinem Wissen umgehe, dann habe ich halt einfach ein einfaches Leben. Ich muss keinen Vertrieb machen, ich habe das beste Produkt, die Kunden laufen mir nach. Ne? Also das kann ich total egoistisch sehen. Ne? Aber ich glaube, diese moralische Dimension ist eine wichtige, damit nicht jeder das sozusagen nur ausnutzt für sich. Cool, danke. Das beim Max. Einfach schmeißen. Die kannst du schmeißen. Und zwar, ich habe jetzt nochmal eine Frage, wenn wir uns jetzt über KI unterhalten und Technik und Office 365. Meine Frage wäre, wie du das erlebst, wollen die Menschen lernen? Denn was ich erlebe, ist, dass Lernen oft negativ besetzt ist, manchmal sogar angstbesetzt. Das ist die Schule, wo meine Fehler gezählt wurden und jetzt muss ich wieder gegen diese unsichtbare Mauer anhauen und wenn nicht, dann erreiche ich wieder meine Ziele nicht. Also ich bin eigentlich sofort mit dem Lernappell, bin ich sofort wieder im Keller, ja. In meinem Motivationskeller. Ja. Wie erlebst du das in deinen Projekten? Es gibt ja auch viele, die dann sagen, lebenslanges Lernen klingt wie lebenslange Haftstrafe. Ja, so. Und ich denke, wir sind ja hier in Nürnberg, also die von hier kommen, den Nürnberger Trichter kennt vielleicht der eine oder andere. Ne? Sobald man Lernen in der Organisation sagt, ist man immer in diesem Schulmodus. Ne? Ich drücke die Schulbank, das ist anstrengend, ich muss was auswendig lernen. Es gibt von DEC aus den 90er Jahren, glaube ich, eine Studie mit relativ kleiner Teilnehmerzahl, wo die mal versucht haben herauszufinden, wo lerne ich denn die Sachen, die ich für meine Arbeit brauche. Da kommt das 70-20-10-Modell her. Und das sagt, 10% von dem, was ich brauche für meine Arbeit, habe ich durch formale Aus- oder Weiterbildung. 20% habe ich through others. Das ist einfach so scheiße, ich muss das machen. Weißt, kannst du mir helfen? Ne? So das, was durch die Pandemie total gebremst ist, weil auf einmal saß jeder im Homeoffice und ich konnte nicht mal mehr schnell über den Schreibtisch rüberrufen. Und 70% heißt in dem Modell through tough jobs. Also der Chef sagt, hier ist das Projekt, mach das. Ich muss mich da irgendwie durchfighten. Und ich glaube, auf diese 90%, also auf diese 20 und 70, da müssen wir viel mehr den Scheinwerfer richten in Organisationen. Dieser ganze Schulungsteil und so weiter, der ist ja sehr gut ausgeprägt, ne, mit Learning und Development Department und Kursplattformen und E-Learning und so weiter. Und ich habe es noch nie erlebt, wenn man in einer Organisation ein Barcamp macht, wo Leute anfangen, sich auszutauschen über ihre Erfahrungen, dass dann jemand sagt, so, oh, das ist aber Lernen, das ist ja so anstrengend. Sondern man hat sofort den Sessionplan voll und die Leute sind im Austausch und fragen nach und oh, wie machst denn du das? Und ich glaube, da braucht es ein bisschen eine Umparken im Kopf, also diesen Lernbegriff weg von Schule und hin zu einem ganzheitlichen Verständnis. Selbstgesteuertes Lernen, informelles Lernen. Das bringt mich zu meiner Frage, denn meine Welt ist tatsächlich so, dass eine Menge gelernt wird, aber davon wird kaum was umgesetzt. Das heißt also, wir sind irgendwie gefühlt Lern- und Wissensriesen und Umsetzungszwerge und das ist entweder wir machen eine tatsächliche Schule oder wir lesen ein Buch. Ja. Lesen wir ein Buch, finden das total super, stehen tolle Initiativen drin, die wir direkt umsetzen könnten, aber anstatt die umzusetzen, nehmen wir das nächste Buch. Und ich habe gerade eben selber gemerkt, du hast ein paar Konzepte dargestellt. Einige davon kannte ich, andere davon nicht. Dann dachte ich, oh, das muss ich jetzt gerade mal googeln, was das eigentlich ist. Das kannte ich noch nicht. Ja. Anstatt
mir selber, meinem Wissen zu vertrauen und auch mal innezuhalten und zu sagen, jetzt gehe ich mit dem Wissen und mit dem Rucksack, den ich habe, der doch eigentlich irgendwann genug sein müsste, gehe ich mal und werde da Anwendungsriese und sage, ja, ich bin da irgendwann mal der Experte da drin. Und ein zusätzliches Modell bringt mich in meiner Kapazität nicht mehr weiter. Wie stehst du dazu? Hat man irgendwann ausgelernt, aber gibt es irgendwann auch mal so eine Phase, wo ich dann sage, der Rucksack ist eigentlich voll genug, alles das, was ich versuche reinzustopfen, würde rausgucken und kann ich gar nicht mehr verwerten und ich nehme lieber die Ressourcen, die ich habe. Ja. Also der Titel eines meiner Lieblingsbücher im Wissensmanagement ist The Knowing-Doing Gap. Du sprichst mir total aus dem Herzen, weil das ist genau ein Problem. Es gibt vom Professor Nord gibt so ein Modell, das heißt Wissenstreppe. Das geht so von Daten, Informationen, Wissen, Kompetenz. Dann kommt Handeln und dann kommt irgendwann Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wenn ich diese Stufe des Handelns auslasse, dann habe ich nie Wettbewerbsfähigkeit dadurch. Und das, was ich so als ein Problem sehe, warum Leute Gelerntes nicht umsetzen, diese starke Regulierung, Formalisierung von Abläufen in Organisationen führt dazu, dass ich sage, das könnte eigentlich besser gehen, aber der Prozess schreibt es mir so vor. Also viele Leute hier bei Grundig, bei Quelle, bei AEG wussten, dass es keinen Grund gibt, über Amazon zu lachen, weil die überfahren uns in 10 Jahren. Trotzdem ist die Fürther Straße heute leergefegt, weil die alle pleite sind. Und der Christian Kuhner damals, der Projektleiter bei Adidas, der war mit einer Asiatin verheiratet, der hat immer die Metapher von japanischen Häusern mit Papierwänden verwendet und hat gesagt, stell dir so eine Prozessbeschreibung vor wie eine Papierwand, die ist da, die leitet uns, aber wir haben die Fähigkeit, durch diese Papierwand durchzugehen. Das heißt, wir können diesen Prozess ändern. Und der Martin Heidenreich, der hat Wissensgesellschaft definiert als eine Gesellschaft, in der bestehende Regeln und Normen durch neue Einsichten und Erkenntnisse kontinuierlich hinterfragt werden und dann auch verändert werden. Da sind wir halt noch sehr schlecht und das ist ein sehr langsamer Prozess. Und auch die Hochleistungsteamsforschung zum Beispiel, die sagt, die erforschen so, was weiß ich, Rettungshelikopterpiloten und Sondereinsatzkommando. Eine zentrale Eigenschaft von solchen Teams ist, dass sie perfekt die Regeln können. Der ADAC-Hubschrauber, wenn er auf der Autobahn landet, da weiß der hinten genau der Arzt, wie er sich wenden muss, damit der Pilot gute Sicht hat, aber der weiß auch genau, wo die Regel nicht mehr greift und wo ich sozusagen um die Regel außen rum muss. Und da ist, glaube ich, in Organisationen mit dem Prozessmanagement, Qualitätsmanagement immer bürokratischer, Compliance, das sind so Papierwände, die gefühlte Betonwände sind. Ich würde den Gedanken noch mal gerne aufnehmen, weil was du gerade nicht weiter ausgeführt hast, ist Lernen als rein kognitiver Prozess, also Wissen anhäufen, aber eben das, was Menschen auch ausmacht mit all ihren persönlichen Erfahrungen, Lebensgeschichten und Herausforderungen. Nicht umsonst ist die 1%-Methode, ich glaube inzwischen im 3. Jahr, auf Platz 1 der Bestsellerliste, in dem es eine Anleitung dazu gibt, wie kriege ich denn all das, was ich weiß, gelernt habe, auch im Alltag umgesetzt. Differenziert ihr das noch ein bisschen ausführlicher, was alles Wissensmanagement lernen bedeutet? Es ist immer schwierig, wie man sowas messen will. Ne? Also das ist, wenn ich jetzt sage, was habe ich in meinem Leben gelernt und wie viel Prozent davon setze ich um, wüsste ich schon gar nicht, wo ich da angreifen soll. Ja, aber eher lernverhindernd, ne? Durch Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben nun mal gemacht haben. Ne? Also wenn ich nur rein kognitiv lerne, eine Sprache auswendig lerne, eine neue Methode auswendig lerne, dann habe ich das jetzt erstmal hier oben. Ich brauche aber die Praxis, ich muss ja in die Umsetzung kommen. Ich muss ja sagen, okay, das dockt bei mir an. Ich habe Ideen, ich verwende das, ich mache mir das zu eigen, ich entwickle das weiter. Und das trifft ja immer auf eine Lebensgeschichte von Menschen, die auf Widerstände stoßen kann. Und inwieweit wird das rezipiert, wenn wir sagen, es ist so wichtig zu lernen und Wissen weiter auszubauen? Also wenn ich auf meinen eigenen Lernprozess schaue, dann wäre ich wahrscheinlich wieder bei der Zeit und bei der Achtsamkeit. Ich habe zum Beispiel für mich eine Wissenslernkarte, wo ich einmal im Jahr mindestens aufschreibe, was für mich wichtige Lernthemen sind und wo ich bewusst mir Zeit nehme, auch zu sagen, okay, das will ich jetzt lernen, aber was dafür lasse ich weg? Dann ist man wieder bei der Handlung. Ne? Welche Newsletter tue ich dann deabonnieren? Auf welche Veranstaltungen gehe ich nicht mehr? Ne? Damit ich nicht so Schicht für Schicht immer weiter aufstapel und mir den Kopf freiräumen kann.
Lieber Simon, vielen, vielen lieben Dank für den Vortrag. Vielen lieben Dank für alle Fragen, die hier gekommen sind, für die Antworten, für das Gespräch. Danke.